Flower, ich nehme mal hier so ein paar mit. So, gelbe, dann brauche ich. Sind ja nicht viele, ne? Orangene, genau, ich nehme nicht so viele. Und dann brauche ich Light Blue, Light Blue. Oh, da haben wir Petals, dann nehme ich schon mal direkt Petals mit. So. Habe ich noch Barley Seeds? Da hatte ich ja schon welche rausgenommen, bevor du das Ding abgerissen hast, ne? Ich glaube, ja. Da. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Ich brauche ja noch mehr. Ach du Scheiße. Also. Wir können da genug Light Blue reintun, es passiert gar nichts. Wir können da noch Gelbe dazu packen, es passiert gar nichts. Wir können Orange dazu packen, es passiert gar nichts. Erst wenn alles vorhanden ist, und das ist in dem Fall, wenn ich jetzt hier einen Barley Seed reintue. Dann passiert das da. Es ist alles dahingeschmissen worden, aber es war gerade kein Wasser drin. Ja, das habe ich ja gesagt, dass das mich gestört hat, dass das. Ich muss mal kurz was trinken. Mein autonomes Activator hat im Moment keinen Strom. Also, dass jetzt im Moment kein Strom vorhanden ist, no way. Der autonomes Activator braucht ja auch Strom seit der neuesten Version, ne? Da war ja was. 400% Stromproduktion haben wir gerade. Ich darf dir dann eh so ein bisschen einstellen, dass sie auf 100% oder 150% laufen. Aber es werden immer mehr Maschinen kommen. Und ich brauche das dann. Toll, jetzt ist mein Maschinen-Inventory-Manager im Weg. Dann werde ich den jetzt einmal upgraden und dann, glaube ich, brauchen wir den nie wieder upgraden. Hoffe ich jetzt mal. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Naja. So, ich gehe mal eben kurz darüber. Also jetzt da mit 9... Fury Rods. Gibt jetzt einfach von hinten Strom, den scheiß Apparat hier. So, das heißt, ich brauche 1, 2, 3. 4 mal 3 sind 12 plus Conduits, die anderen beiden. Conduits. Da auch noch ein Conduit hin. So, damit ist er angeschlossen. Ih, Creeper! Töte ihn, bevor er liegt. Machen wir hier wieder zu alles. Sieht aus wie eine Baustelle. Ich brauche mehr von diesen Blöcken wieder, um alles zuzumachen. So, jetzt hat das Autonomous Activator auch Strom. Nur wenn wir den natürlich hier auch auf Eingang programmieren, ne? Ne, er hat Strom. 1, 2, 3, 4. Aber dieser Bucket 5, flackert 6, schon wieder so, das ist ja schrecklich. Egal, so, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Haben wir 12 Stück, dann brauchen wir von denen dann noch. Diesmal andere Reihenfolge, wir legen noch einen Barley Seed dazu. Er nimmt die alle und schmeißt sie raus und zack, es wird gecraftet. Eine Dayblume. Tada! Habt ihr gesehen? Funktioniert. Nehmen wir die mit. Wahnsinn, ne? Dann werden wir trotzdem nochmal rein zur Vorsicht. Warum füllt er denn jetzt wieder nicht? Das hier eins machen, weil. So. Ich zapfe jetzt übrigens gleich wieder den Strom weg, ne? Mach mal ruhig. Warum geht der leere Eimer jetzt nicht raus? Boah, den Mob hat's zerrissen. Ich mach das jetzt anders, weil ich stelle den Filter jetzt beim Ausgang ein, nicht beim Eingang. Kann ich auch gehen. Ach, halt, den brauche ich gar nicht. Abbauen! Wieso saugt er jetzt den Eimer nicht mehr aus? Ja, ich verstehe es nicht. Mann! Also es hat fast funktioniert. Also einmalig hat es funktioniert, aber es müsste eigentlich... So, das ist kann doch Käse ja alles hier. Da bleiben. Zack. Gib mir den Filter wieder. Der Filter muss eigentlich da rein. Es hat einmalig funktioniert. Warum nur einmal? So. Einmal ist besser als kein Insert. Mal. Nee. So haben wir nicht gewettet. Wir müssen jetzt Redstone-Signal ausschalten. Activate without Signal. So, und da auch. So, und jetzt packen wir nochmal hier den Eimer Wasser rein. Also, den leeren Eimer packen wir rein. Bitteschön. Der wird gefüllt. Der geht in den Autonomous Activator. Befüllt das System und ist direkt wieder voll, ne? Genau. Jetzt flackert er auch nicht mehr. So, jetzt tun wir hier wieder. Das reicht noch für noch zwei Pflanzen. Das heißt, wir tun mal noch zwei Barley-Seeds da rein. Also, irgendwann bin ich heute, glaube ich, verstrahlt oder so. Ach Gott, da waren ja nur noch zwei gelbe Petals drin, ne? So. Sobald alles drin ist, was er braucht, stellt er Daybooms her. Habt ihr gesehen? Gut. Nee, haben wir nicht. Du vielleicht nicht, aber die Zuschauer haben es gesehen. Der will mich trollen, der Blaze, aber er checkt nicht, dass er es nicht schafft. Ab und zu geht das schon. So, jetzt stellen wir. Jetzt mein Test. Oh, jetzt kommt. Es wird alles explodieren. Wie bei mir auch gleich. Nein. Ich werde jetzt mal 20 Mystical Blue Petals in 20 Mana Petals umwandeln. Ich schmeiß die einfach alle hier rein. So,
Okay. Jetzt muss ich natürlich erstmal nochmal die Hydro einstellen. Machen wir aber glatt hier. So. Gehen wir hier raus und sagen, wir brauchen noch eine neue Gruppe. So. Tun wir einfach mal hier nebenpacken. Die nennen wir Hydro. Wie heißt das scheiß Ding? Hydra. Nightman LOL. Hydrogen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Hydrogen ist einfach Hydrogen, Wolle, Wurscht. Ich weiß, was ich meine. So, dann machen wir es gleich nochmal. Wir machen einen Trigger. Das kennt er jetzt schon. Einen Trigger. Hier. Eine hier. Condition. Ich finde das mit dem Conditioner immer noch so gut. Ein Input. Und ein Output. So, ich fange wir wieder genau in der gewohnten Reihenfolge aneinander. Ich ordne das noch ein bisschen schöner an hier, weil das so scheiße aussieht. So. Schön so untereinander so. Doch schön. Herrlich. Müssen wir wieder alles anschließen, ne? So, jetzt müssen wir wieder einmal zu bad werden. Eine Sekunde ist gut. Condition Inventories. Kiste. Ach so, da ist ja zu. Target down. Activate. Items. Required all. Petal. Also ab und zu, ne? Ab und zu ist Blöcke setzen schon wirklich schwierig, finde ich. Keine Ahnung. Wir brauchen. Welches brauchen wir denn? Vieles. Ich glaube, es war Zyan. Zyan zweimal. Ich muss jetzt wieder das Rezept auswendig wissen. Zyan zweimal, dann brauchen wir Blue einmal. Dann brauchen wir Pink einmal. Du und deine Farben, ne? Geil, ne? Dann brauchen wir Light Blue, nee, Quatsch. Cyan Mana Petal einmal. Dann brauchen wir Blue Mana Petal einmal. Und wir brauchen einen Barley Seed. So, und jetzt kann ich doch eigentlich wieder ganz normal morphen. Ne? Ich muss zwar später nochmal hoch, um die ganzen Stäbe einzustellen, aber es geht auch so. So, einmal ziehen wir hier jetzt das Ding. Oh, wir haben noch ein Stack, jetzt dachte ich schon, ne? Input. Es reicht schon wieder nicht. Kiste. Das wäre nicht schön gewesen. Down. Items. Ja, ist gut. Item. Minecraft, du bist ab und zu so scheiße zu mir. Pack mir halt einfach die falschen Blöcke an den gleichen Inventarplatz, weil du einfach zu doof dafür bist. Und schon wieder. Ne, ich krieg einen Hass bei. Klingt gut, was du da machst. Oh, Mann. Und so kann man sich jetzt hier alle Dinge einprogrammieren. Ich mache das jetzt schon quasi... Ach komm, weil es besser aussieht. Nehmen wir das Ding hier mit. Für die Hydrogens jetzt. So. Okay, also wir packen noch hier den einmal den dran. Barley. Power-Tab wie lange dran. Das Ding braucht, um meine Kommandos von der Tastatur anzunehmen, ne? Barley. Ich habe schon lange Barley geändert, danke. So, und eins davon. Output geht dann Inventories. Der Rapid Item Valve. Oh, das Ding wird jetzt sowas von Barren verschlingen. Wieso, was machst du denn da? Nix, ich übertreib's halt ein bisschen mit dem Reaktor, ne? Willst du sehen, was mein Ding jetzt macht hier? Ich glaube, es geht. Nimm mal das jetzt hier raus. Nö. Nö, sagt er, einfach eiskalt. Nö. Ganz kalt, trocken. Nö, sagt er. No. So, jetzt. Kontrolliere ich einfach, wie viel wir herstellen müssen, damit, dass ich einfach nur 20 Mana Blue Petal rein tue. Alles andere tue ich einfach viel zu viel rein. Das ist ein übertriebenes Ding. So, also ich tue zu viele hiervon rein. 60. Das sind. Ich brauche 40 davon. Ne? Zu viele. Ich packe davon 56 rein. Sind auch viel zu viele. Ich packe davon 33 rein. Viel zu viele. Ich packe davon 61 rein. Viel zu viele. Ich brauche davon 61 rein. Viel zu viele. Und 20 Blue Mana Petal. Und was entstehen wird, ist. Rosa, geht's dir gut? Ach, guck mal. Ah, oh, wie geil. Oh, einmal war er zu langsam. Die Wasserbefüllung ist zu langsam. Er spuckt alles verkehrt aus. Soll ich dir was sagen? Nein. Shit happens. Nicht. Ja. Wow, holy moly. Ich kann es nicht so schnell aufsammeln, wie es rausfällt. Bam! Was ist denn da schon drin? Toll, irgendwas hat er zu langsam gemacht. So, dann werden wir die Stäbe mal auf 50% stellen vorerst mal. Also es hat funktioniert. 3 Blumen habe ich rausgekriegt. Aber diese eine Sekunde, wir haben einfach viel zu langsam. Und ich glaube sogar, das ist dann noch zu viel. Das ist der Autonomous Actuator, der so langsam ist. Ja, dann mach ihn doch schneller.
Kann man den schnell einstellen? Ja, weiß ich nicht. Du kannst da auch einen Hamster reinpacken. Halt doch. Kann man den schnell einstellen? Er ist heute so anstrengend. Mhm. Das ist immer noch zu viel. Ich stelle einfach den Trigger jetzt auf das Intervall hoch. Man muss ja halt auf 2 Sekunden stellen, dann müsste es eigentlich passen. Dann produzieren wir die Blumen halt ein bisschen langsamer, was soll's. Aber dann haben wir kein Problem hiermit, denke ich. Danke ich. Das ist alles auch so, die blauen Mana-Petals fehlen. Ja, ich glaube, mit 2 Sekunden läuft's. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch diese Blumen natürlich automatisch abfangen, weil ich will nicht die ganze Zeit daneben stehen bleiben. Aber guck mal, oh, das läuft. Guck mal, die Produktion der Pflanzen läuft. Hör ich noch. Super. Ja, genau, da entstehen Pflanzen. Ich muss es nicht mehr craften, so. Das kann ich mir gerade. Noch mehr Pflanzen fürs ME-System? Nee, Pflanzen, die man. Hallo, Minecraft, machst du mal bitte das, was ich will? Nee. Jetzt stelle ich mal gerade bei der D-Blume noch um, dass wir den Trigger da auch auf den Intervall von 2 Sekunden stellen. Ich glaube nicht, dass ich D-Blumes noch oft herstellen werde, aber. Was jetzt? Wieso habt ihr nur 13 craftet? Irgendwas ist im Ausgegangen. Achso, die hier. Ja. So. Ah, wunderbar. Als nächstes würde ich gerne den Reaktor kühlen mit Fluid. Ist das Was fehlt denn jetzt? Nee, nicht Fluid, Zyanid. Blauer fehlen ihm. Ach ja. So, die kann ich alle wieder zupacken. Die habe ich ja alle aufgehoben. Ne? Und jetzt macht er einfach weiter. Gar genau. Nicht mehr? Am Ende muss ich 20 Stück haben. Wie hieß das denn? Perfekt. Oh, ist das schön. Es funktioniert. Funktioniert, Blaze. Es funktioniert. Ich bin von mir selbst begeistert. So. Cryosium war das, glaube ich. Ist jetzt nur noch ein schönes. Diese Vakuummopper haben die eine. Wer ist von Reichweite haben die? Cryosium, das ist Bliss Powder. Wo kriegen wir ein Bliss Powder her? Haben wir auch Vakuumhopper? Vakuumhopper, Open Blocks. Obsidian und Eye of Ender. Aber ich weiß nicht, auf welcher. Ah, ich baue einfach mal einen Vakuumhopper. Kann man nie schaden. So, dann brauchen wir normalen Hocker, Obsidian und Eye of Ender. Wo findet man nochmal Bliss Rods? Hat man keine mehr oder was? Bliss, die blauen. Also die blauen, oh, in der Eiswelt. Gibt es hier eine Eiswelt? Ja, den Eisbiom haben wir noch nicht gefunden, glaube ich. Du brauchst wirklich Blissrods oder was? Ja, weil ich würde gern das Gelid Cryosium herstellen zur Kühlung des Reaktors. Alter, ich muss ja. Okay, warte mal. Ich kann es dir mit. Also Bliss Powder, kann ich das irgendwie herstellen? Nein. Nö, du musst ja suchen, hast was zu tun. Ich weiß nicht, wie man. Bliss Rods kann man nirgendwo herstellen, oder? Nur aus. Bliss Rods kann man nicht herstellen. Das ist ja doch das Problem. Ja, dann musst du am besten ein Safari-Netz holen und wir bauen uns eine Mob-Farm, damit du einmal einen Bliss finden musst und dann. Viel Spaß. Wie eine Mob-Farm? Ja, mit so einem Autospawner. Dann lassen wir immer wieder Blissrods, Blisses spawnen. Ich brauche das aber wirklich zur Kühlung des Reaktors. Wenn, dann will ich ihn schon gleich kühlen. Ja, so schnell hast du es aber nicht. Safari-Net. Ja, dann erstmal ein Bliss finden. Das wird ein Spaß, wird das. Sag ich dir, ein Spaß. Ein richtiger Spaß wird das. So, ich will. Also, was wollte ich jetzt bauen? Ein Hopper-Ding hier. Ich brauche erstmal hier so ein Table, so ein Crafting-Table. Hab hier natürlich wieder keinen, ne? Eiswelt. Ja, in so ein Eisbiom, ne? In so ein richtigen Permafrost-Biom, also so ein richtig kühles Biom. Map. Na super, die ist natürlich im Haus wieder dunkel. Aber das ist diese Logik pur, ne? Läuft bei dir. So, wir nehmen das mal mit. Na, so weit sind Warum wir noch nicht hin? Gekommen, das ist halt das Problem, ne? Brother, ich bring mal den Server ein bisschen zum Laggen, ne? Ja. Machen wir. Dann packen wir mal so ein Crafting-Table irgendwo hier hin. Ich bin Batman. Und ich fliege wie der Batman. Warum brauche ich jetzt ein Crafting-Table? Ich crafte sowieso immer nur wir hier. Wir sind ja allgemein noch nicht weit weggekommen, ne? Nee. In der Tat, das haben wir noch nicht weit gekommen. Spawnen die Blissdinger auch bei Tag? Ja, ich glaube schon. Geht's uns jetzt wieder so wie in der WG?
Dass wir keine Blitz finden? Ja. Hätte ich mir vielleicht mehr Safari-Netze mitnehmen sollen? Ach, ich kill den Rest einfach. So, und ich geht dich voll. Wir haben kein Eye of Ender. Toll, dann craft ich ein Eye of Ender. Kann doch nicht so schwierig sein. Aber ich erinnere mich noch, das war das mit den Bliss Rods. In der WG haben wir damals so lange, also was heißt in der WG, in der Factory, also hier Feeds Beast Monster war das ja. Factory, wo muss ich wieder kommen.